Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute einem Tutorial, was sich wahrscheinlich die meisten von euch schon seit langem herbeigesehnt haben. Und heute ist es endlich soweit. Ich zeige euch, wie man Kontrolllampen per COMSI in OMSI programmiert. Zuerst einmal möchte ich euch kurz erklären, was hier was ist und was ihr vor allen Dingen genau braucht, um das so machen zu können, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Sehr wichtig ist, dass ihr euch ganz genau im Folgenden an die Regeln haltet, die ich euch mit auf den Weg gebe, dass es eben keine Programmierfehler gibt und dass es zu keinen Ungereimtheiten kommt. So, wir haben hier zuerst das Arduino. Dabei braucht ihr unbedingt ein Arduino Mega, beziehungsweise ihr könnt auch eins nehmen von Sane Smart, ein Mega 2560. Wie gesagt, das gleiche wird auch von Arduino, beziehungsweise eben von der Firma, die Arduino herstellt, vertrieben, nur eben unter dem Namen Arduino. Ich habe mir jetzt hier das gleiche geholt, aber mit dem Namen Sane Smart. Verlinkung jetzt soeben eingeblendet. Ihr seid da völlig frei in dem, welches ihr nehmt. Der einzige Unterschied ist eben, dass dieses hier, was ich jetzt hier bei mir liegen habe, einen Bruchteil dessen kostet, was ihr für das Arduino ausgeben müsst. Der letztendliche Unterschied liegt dann eigentlich nur im Markennamen, der eben hier einfach anders dasteht. Alles andere ist exakt gleich, nur der Preis ist wirklich unterschiedlich. Des Weiteren ist es wirklich sehr wichtig, dass ihr euch das Programm COMSI eben runterladet und korrekt runterladet. Der Link wird auch soeben eingeblendet. Ihr öffnet also die Download-Datei, entpackt die ganzen Ordner, die da drin zu finden sind, und das Handbuch in euren OMSI 2 Speicherordner, der liegt jetzt in meinem Fall eben hier, und dann zieht ihr das Ganze in den Ordner Plugins, der sollte eigentlich leer sein. Wenn sich darin das GAS-Skript befindet, dann müsst ihr das unbedingt löschen, denn GAS und COMSI vertragen sich überhaupt nicht. Das heißt, es darf immer nur eins von beiden vorhanden sein, in unserem Fall jetzt eben COMSI. Also ihr verschiebt da alles, was eben in diesem Download-Ordner befindlich ist, hier in den Ordner Plugins. Dann sollte das so aussehen wie bei mir. Die COMSI-Exe habe ich mir jetzt auf den Desktop gelegt als Verknüpfung hier oben. Die ist dann, glaube ich, auch am Anfang hier drin. Die könnt ihr da drin lassen, könnt ihr aber auch eben rauslöschen und als Verknüpfung irgendwo hinpacken. Selbstverständlich ist es unerlässlich und trotz meiner Anleitung hier sehr wichtig, dass ihr euch das Handbuch von COMSI durchlest, sodass ihr da wirklich nichts irgendwie verwechselt oder irgendein Fehler euch unterläuft. Also unbedingt auch das Handbuch hier zusätzlich zu diesem Video-Tutorial durchlesen. Wenn ihr auf den gerade eingeblendeten Link geht, dann findet ihr das Arduino-Skript, das von mir abgeändert wurde, zum Download. Das könnt ihr euch downloaden, das wäre sehr wichtig in diesem Fall, und es befindet sich schon in diesem Lights and Servos oder Lights and Non-Servo Ordner, je nachdem, was ihr haben wollt, ob ihr eben nur die Kontrolllampen und keine Anzeigen betreiben wollt oder ob ihr Kontrolllampen und Anzeigen betreiben wollt. Und je nachdem verschiebt ihr euch diesen Ordner hier in den, unter eben diesen COMSI, also unter dem Plugins Ordner eben hier bei Arduino, da geht ihr eben rein und verschiebt euch hierher den einen von diesen beiden Ordnern, je nachdem eben, was ihr haben wollt. Ich habe jetzt beide, weil ich einfach hier beide mal präsentieren wollte, ist aber eigentlich absolut egal. Ich habe mich dann letztendlich auch für die Kontrolllampen und Anzeigen entschieden. So sieht das dann aus. Hier ist das Arduino-Skript, das, wie gesagt, habe ich euch extra modifiziert, damit es dann besser und problemfreier klappt. So, der nächste Schritt ist, dass ihr hier dieses Skript öffnet, indem ihr einen Doppelklick macht. Die Arduino-Software muss dafür natürlich installiert sein, aber ich glaube, das brauche ich an dieser Stelle nicht mehr erwähnen. So, dann haben wir jetzt hier unseren Sketch, daran brauchen wir absolut nichts mehr machen und nichts mehr ändern. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist hier auf Datei und Speichern gehen. Ja, dann wird diese Datei nochmal abgespeichert und dann schließt ihr sie auch wieder und schließt auch den kompletten Ordner und alles, was ihr quasi geöffnet habt. Das mache ich auch mal. So, das Fenster ist natürlich nicht offen bei euch. Gut, dann geht ihr wieder in diesen OMSI Hauptordner und dann unter Plugins wieder Arduino und wählt wieder diesen Ordner aus und dann öffnet ihr das ein zweites Mal. Das ist sehr wichtig, dass ihr dieses Skript zweimal hintereinander öffnet,
denn das wird euch im Folgenden einige Probleme ersparen. Jetzt ist wichtig, dass ihr hier bei Werkzeuge und hier schaut, dass ihr euer Arduino richtig auf den richtigen Port gelegt habt. Ihr habt es natürlich davor hier mit der USB-Verbindung an eurem PC angekabelt, das ist ja kein Problem. Dann, wie gesagt, schaut ihr hier, wo euer Arduino liegt. Erstmal bei Board wählt ihr eben aus ein Arduino Genuino Mega Ohr Mega 2560. Bei Prozessor sollte auch das Mega 2560 drin sein und bei Port euer entsprechender Port, worauf hier das Arduino liegt, einmal auswählen. Genau, hier. Gut, das war's soweit und dann geht ihr hier einfach auf diesen Pfeil mit Überprüfen. Das dauert dann eine Weile und dann kommt hier unten die Meldung, dass nichts gefunden wurde. Dann kommt einfach weißer Text und keine Fehlermeldung. Merkt euch einfach, immer sobald oranger Text kommt, habt ihr irgendeinen Fehler gemacht. Und sobald weißer Text kommt, eben nicht. Eigentlich sollte weißer Text kommen. Und anschließend geht ihr hier auf diesen Rechtspfeil, nämlich hochladen. Das dauert dann einen guten Moment. Und auch dann, wenn hier unten weißer Text kommt, wisst ihr, ihr habt alles richtig gemacht und jetzt den Sketch auf euer Arduino geladen. So, nachdem das jetzt abgeschlossen ist, könnt ihr dieses Skript komplett schließen. So, und dann geht es auch schon ans Eingemachte, dann geht ihr auch aus diesem Ordner hier raus und öffnet euren COMSI-Server. Ich habe mir ja diese Verknüpfung angelegt. Je nachdem eben, ihr öffnet die COMSI-Server-Exe. Sieht dann so aus, dauert einen Moment. Genau, da haben wir schon. So, und jetzt schaut ihr eben, auf welchem COM-Port euer Arduino liegt. Das haben wir ja gerade schon gesehen im Sketch. Bei mir liegt es auf COM4. Und dann schaut ihr mal hier, je nachdem wie ihr euch entscheidet, wenn ihr nur die Kontrolllampen betreiben wollt, dann ist nur dieses erste Fenster für euch interessant. Wenn ihr Kontrolllampen und Anzeigen betreiben wollt, so wie ich, dann ist nur diese letzte Zeile hier für euch interessant. Je nachdem, welche interessant ist, nehmt ihr eben euch hier die und wählt eben euren COM-Port aus. Ich habe das schon gemacht, eben COM4. Und alle anderen COM-Ports müssen eine andere Zahl aufweisen als diese 4. Also irgendwelche Zahlen einfach eingeben. Jetzt habt ihr hier diesen COM4 ausgewählt. Und dann könnt ihr einmal hier von weggehen und könnt euch eurer Hardware widmen. In diesem konkreten Fall meinen Kontrolllampen. Dazu muss ich erstmal sagen, dass ich diese Kontrolllampen nicht mit Glühlampen, so wie viele andere, sondern mit LEDs betreibe. Sieht man hier. Die LEDs verlinke ich gerade mal, damit ihr auch die ich eben hier habe, kaufen könnt. Das sind eben 3mm LED in warm weiß. Die gibt es selbstverständlich auch in anderen Farben, wer die in anderen Farben möchte, aber warm weiß ist eigentlich immer das Passendste. Dazu mitgeliefert wurden auch Widerstände, die sieht man hier einmal. Das sind die Widerstände, die mitgeliefert wurden und die werden auch noch zum Einsatz kommen. Jetzt aber erst einmal zu den Grundlagen. Ich habe mir an so eine LED, ihr müsst es natürlich jetzt nicht so wahnsinnig aufwendig machen wie ich hier und schon alle Kontrolllampen verkabeln. Ich habe mir jetzt erstmal so eine LED genommen. Die hat zwei Beine. Ich nehme gerade mal eine raus. Man spricht da eigentlich von Beinen oder halt einfach von Drähten. Ihr werdet sicherlich jetzt im Folgenden beides hören, ist aber beides identisch von der Bedeutung her. So eine LED hat eben zwei Beinchen und zwar ein längeres und ein kürzeres. Und ganz wichtig ist, dass ihr auf dieses kürzere immer den Ground vom Arduino lötet und auf den langen immer die Schaltfunktion, die ihr haben möchtet. So, das merken wir uns jetzt einfach mal und dann zeige ich euch hier mal, wie ich weiter vorgegangen bin. Ich habe auf alle LEDs, also ihr müsst euch vorstellen, in jeder Kontrolllampe sitzt ein LED drin, habe ich dementsprechend auch fixiert, werde ich dann auch nochmal zeigen, eben festgemacht. In jeder Kontrolllampe sitzt ein solches LED und das ist verbunden über diese zwei Drähte. Einmal mit dem Nullleiter, das ist der hier, der Ground, wie gesagt, bei dem fetten Kabelstrang hier, den muss ich euch gerade mal zeigen. Hier unten sitzt der Ground, wenn man es erkennen kann. Und da wandert bei mir dieser ganz dicke Kabelstrang rein. Das kann man selbstverständlich auch anders lösen. Ich habe es jetzt nur mal provisorisch so festgemacht. Das ist jetzt auch nur mal zu Testzwecken. Und das Kabel mit dem langen Füßchen dran, das wandert dann eben auf die Schaltfunktion. Das heißt, von jeder Kontrolllampe, von jedem LED, die Schaltfunktion. Hier zum Beispiel haben wir die 34.
die steckt ihr einfach hier in die 34. Wichtig ist, dass ihr in diesen Digitalport reingeht und nicht in diesen PWM-Port. Der PWM-Port ist ausschließlich für Anzeigen da und nicht für, also für Anzeigen, für Rundinstrumente, wie auch immer, für den Tacho und so weiter, aber nicht für Kontrolllampen. Für Kontrolllampen ausschließlich den Digitalausgang verwenden. So, jetzt kommt wieder etwas hier aus dem Programm zum Tragen. Ihr könnt in den Ordner Tools wechseln und dann seht ihr hier KTT und OFK Ordner. Dazu kurz eine Erklärung. KTT heißt COMSI Test Tool und ist ein Programm ausschließlich fürs Testen, ob eure Kontrolllampen und die Anzeigen funktionieren. Und OFK ist der OPL File Creator, glaube ich, oder irgendwie sowas. Also der erstellt euch eure OPL-Datei und da könnt ihr dann den einzelnen Lampen die Befehle zuweisen. Genau, wir gehen jetzt erstmal in diesen OFK-Ordner und öffnen hier den OFK. So sieht es dann aus. Und dann kann man hier Datei, Profil laden und dann könnt ihr euch hier verschiedene Profile auswählen. Bei euch sollten dann nur einige von denen, die ich jetzt hier habe, angezeigt werden. Ich lade jetzt einfach mal testweise hier Clio Test. Dabei müsstet ihr aufpassen, dass hier unten dieses Häkchen gesetzt ist und dann ladet ihr das Profil einfach mal. So, dann sieht es etwa so aus. Es ist absolut egal, welches Profil ihr da nehmt. Ihr könnt auch ein ganz neues erstellen, da geht ihr einfach auf Datei, OPL erstellen und gebt einen Namen ein und könnt dann ganz neu erstellen, dann ist hier überall frei drin. Hier sind schon ein paar Befehle drin, ihr könnt die aber ganz beliebig hier noch erweitern. Ihr könnt also hier alle möglichen Funktionen in die entsprechenden Ausgänge ziehen. Die Ausgänge sind eben hier bei den Ziffern vermerkt. Und jetzt sagen wir mal, ich möchte den Blinker aktivieren und ihn auf den Ausgang 44 legen. Der ist jetzt hier zufällig schon da drin. Das heißt, ich sehe hier Blinker auf Ausgang 44. Jetzt gehe ich hier mal zu meinem Arduino und sehe, der Ausgang 44 ist hier. Und da steckt bei mir auch schon ein Draht drin. Das heißt, da kann ich meinen Blinker als Schaltfunktion anstecken. Also mit dem längeren Füßchen eben hier in die 44 und mit dem kürzeren Füßchen zum Ground. Ja, dann habt ihr eure LED schon ordnungsgemäß angeschlossen und dann kann es hier an die Software gehen. Dazu habt ihr hier das eben schon reingeschoben oder es war schon drin, wie auch immer. Dazu geht ihr dann auf Datei OPL erstellen und gebt dann exakt den Namen, den diese OPL schon hatte, also in meinem Fall dann Clio Test hier ein und klickt auf Speichern. Wichtig ist dabei, dass ihr den Namen und die Zeichen exakt gleich schreibt mit dem Namen, wie ihr ihn eben schon ausgewählt habt. Dann klickt ihr auf Speichern und damit überschreibt ihr dann die Datei. Das ist relativ wichtig. Ich breche jetzt mal ab, weil ich schon eine andere Datei konfiguriert habe, aber bei euch funktioniert das dann genauso. Jo, dann geht ihr zunächst dann noch auf Profil aktivieren und dann müsst ihr hier auf OK klicken, damit die OPL überschrieben wird. Und sobald ihr das getan habt, ist eure OPL aktiviert. Auch das mache ich jetzt aber nicht, weil ich mir schon eine erstellt habe. So, dann haben wir das und können hier einmal den OPL Creator schließen und dann nochmal zurückgehen und dann das KTT öffnen. So, hier sehen wir jetzt diese ganzen Felder, einmal für die Anzeigen und einmal für die Kontrolllampen. Und hier haben wir jetzt auch den Ausgang 44 und hier können wir einfach einmal, ja, dazu ist noch ein anderer Schritt notwendig, das muss ich euch noch gerade zeigen. Dann geht ihr hier auf, es ist wichtig übrigens, dass ihr, wenn ihr OFK und KTT öffnet, dass ihr immer davor hier den COMSI Server öffnet. Das ist ja das Hauptprogramm im Grunde genommen. Also das muss immer bei jeder Aktion geöffnet sein. Übrigens auch, bevor ihr OMSI startet. Denn ist es davor nicht geöffnet, gibt es eine Zugriffverletzung. Das heißt, es muss immer geöffnet sein. So, dann geht ihr hier einmal hier runter eben. Da steht ja immer noch euer COM-Port drin. Und dann aktiviert ihr das mit On-Off. Dann geht ihr zunächst auf Save und sichert das Ganze. Und danach dann auf Connect. So. Und wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr wieder in den KTT gehen und auch da dann auf Connect klicken. So, und in diesem Moment fängt hier eine LED an zu blinken. Und wenn ich jetzt auf die 44 hier klicke, den Haken setze, oh Wunder, geht meine LED an.
So, und das Ganze versuche ich mal hier drauf zu bekommen, wobei das relativ schwierig wird. Also ich klicke jetzt nochmal drauf. Ja, und da geht sie wieder aus und wieder an und wieder aus. Also ich kann da immer draufklicken und es funktioniert. So, wenn ihr das gemacht habt und getestet habt, dann könnt ihr hier auf Disconnect gehen und das Ganze wieder schließen. Dann aber bitte die COMSI-Exe geöffnet lassen, haben wir ja gelernt. Die lässt man während aller Vorgänge immer geöffnet. Und dann könnt ihr mal OMSI öffnen. Und dann das Ganze im Spiel testen. Aber der KTT ist eine sehr gute Möglichkeit, das Ganze mal unabhängig vom Spiel zu testen. Zum Beispiel auch auf der Werkbank, wenn man mal keinen großartigen PC zur Hand hat und nur einen Laptop dabei hat, kann man sich den KTT da draufladen und COMSI draufladen und kann dann mal ganz ungezwungen die LEDs einfach auf Funktion prüfen. Wichtig ist bei den LEDs, das habe ich noch gar nicht erwähnt, dass ihr natürlich aufpasst, aber es ist im Grunde genommen selbsterklärend, dass diese zwei Beinchen nicht irgendwie gegeneinander kommen und die Lötstellen gut abisoliert sind. Das habe ich hier mit meinem Isolationsband gemacht. Das ist also ganz wichtig, aber es erklärt sich im Grunde genommen von selbst. Sobald ihr jetzt OMSI geöffnet habt, beziehungsweise gestartet habt, öffnet sich dann direkt dieses Fenster hier mit. Das ignoriert ihr jetzt einfach mal und ladet trotzdem euer Spiel. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, den überbrücke ich gerade mal. So, OMSI ist jetzt geladen. Nach einer kurzen Ladezeit kennt man ja. Und jetzt könnt ihr hier unten das Fenster, was vorher ja schon da war, einfach mal öffnen. So, und jetzt ist das auch, gehört auch zu OMSI. Und hier könnt ihr jetzt einmal kurz diesen Haken hier betätigen bei Switch Experimental Mode. Einmal hier den Haken betätigen und dann am besten einfach mal alle Befehle auswählen oder halt nur die, auf die ihr ja eure Befehle gelegt habt. Ich habe mir jetzt da eine ganz individuelle OPL-Datei erstellt und dann geht ihr auf Save. Änderungen wurden gespeichert. Und nehmt den Haken hier wieder raus und verbindet euch dann. Dann das einfach mal minimieren, das Fenster, einfach OMSI wieder anklicken. Und ja, jetzt sind wir eigentlich bereit, dass unsere Kontrolllampen funktionieren. So einfach ist das. Da liegen sie alle und hier kann ich jetzt einfach mal die Elektrik anschalten. Da haben wir jetzt die Elektrik an, Kontrolllampen sind noch keine an, ich habe ja auch noch keine betätigt. So, als allererstes können wir mal hier die Feststellbremse einlegen und wir sehen, wenn wir das hier machen, ja, geht die Kontrolllampe an. Wenn ich sie wieder löse, geht es wieder aus. Und jetzt machen wir das mal hier. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Achtet mal drauf. Ja, das ist die ganze Krux an der Geschichte. Man muss natürlich jetzt auch berücksichtigen, dass das aufgrund der Kamera ein bisschen zeitverzögert rüberkommt, aber im Grunde genommen ist es eigentlich 1:1 synchron mit dem Spiel. So, und jetzt reizen wir das Ganze mal ein bisschen aus. Wir legen einmal die Feststellbremse ein, haben wir gerade schon gemacht. Dann schalten wir mal die Batterie ab. So, und ihr seht, erst ging die Batterieleuchte aus und dann ging die Betriebsunfähigkeitsleuchte an. Das ist im Spiel genauso. Hier gibt es natürlich ein paar mehr und ein paar andere Kontrollleuchten, als ich sie hier habe. Aber im Wesentlichen sind es die gleichen. Das ist die Betriebsunfähigkeitsleuchte. Das ist die Batterie und das ist die Handbremse. Und diese drei Leuchten habe ich ja hier eben auch. Und wenn ich jetzt die Batterie wieder betätige, gehen die Lampen dann auch synchron alle wieder an. Und die Feststellbremse lösen. Und den Motor wieder abstellen. Feststellbremse anlegen. Dann habe ich des Weiteren die Fernlichtsleuchte schon angekabelt. Das ist die hier, die hat noch keinen Einsatz, den werde ich mir aber bald besorgen. Aber vom Prinzip her, ja, dasselbe. Einmal das Fernlicht. So, ich hoffe, man sieht's auch im Spiel. So ein blauer, eine blaue Kontrollleuchte und auch bei mir dementsprechend die Kontrollleuchte. Dann habe ich hier hinten noch eine angekabelt, das ist die Blinkerleuchte. Und die ist gekoppelt mit diesem Warnblinkschalter. Natürlich müsst ihr das nicht koppeln, das ist kein Ding, wenn das nicht gekoppelt ist. Und ich werde es dann auch wieder noch ein bisschen anders machen, dass der Warnblinkschalter extern geht und auch mein Blinker hier extern geht. Aber es ist jetzt einfach mal zu Versuchszwecken, um mal beide in Funktion zu zeigen. Ja, und da blinkt's. Und auch hier im Spiel blinkt es.
Ich betätige jetzt einfach nochmal quer durch die Bank alle möglichen Kontrollleuchten und ihr schaut einfach mal zu und staunt einmal den Warnblinker, der jetzt eben gekoppelt ist, sodass der Blinker extra geht. Ja, das bitte ich jetzt einfach mal zu entschuldigen. Das hat einfach nur den Grund, dass ich im Moment das Ganze gekoppelt habe. Das heißt, wenn ich jetzt hier den normalen Blinker einlege, dann geht auch der Warnblinker mit. Wenn ich jetzt den Warnblinker einlege, gehen trotzdem beide. Also das ist einfach nur eine Kopplungsgeschichte, kann man aber genauso programmieren. So, einmal hier die Batterie und Betriebsunfähigkeitslampe, die Feststellbremse und das Fernlicht. Funktioniert alles prächtig. Das haben wir jetzt einmal gesehen. Dann noch eine Besonderheit, ich habe mir auch noch die erste Tür verkabelt. Das heißt, die Beleuchtung vom Türtaster verkabelt. Das ist von diesem Türtaster die Beleuchtung. Und das ist bei mir jetzt hier diese LED. Die werde ich auch noch in den Türtaster einbauen und das gleiche dann auch noch mit dem Türtaster für die Tür 2 machen. Denn es ist wirklich nicht schwer, einen Türtaster auch mit Beleuchtung zum Laufen zu kriegen. Aber dazu werde ich euch dann nochmal in einem der nächsten Videos mehr erzählen. Auf jeden Fall funktioniert diese LED wunderbar. Wenn ich jetzt hier die Tür 1 betätige, ja, dann geht hier auch meine Lampe an. Das ist minimal zeitverzögert, das stimmt. Aber es ist von den COMSI-Einstellungen nicht anders möglich, soweit ich weiß. Aber es reicht mir auch, denn so eine kleine Abweichung kann ruhig sein, denn die Druckluft ist vielleicht bei meinem Bus auch nicht ganz so wie bei dem in OMSI. Aber auf jeden Fall funktioniert auch das prächtig. Ich habe mir dann solche Widerstände hergenommen, für die Leute, die es interessiert. Und habe mir, das ist jetzt aber spezifisch für meine Kontrolllampen, manche Kontrolllampen haben hier Einsätze, die etwas lichtdurchlässiger sind als andere. Zum Beispiel der hier ist viel lichtdurchlässiger als der hier. Und deswegen, weil ich eben eine gleiche Leucht- oder Strahlkraft für alle wollte, ich mache sie gerade nochmal an. Deswegen habe ich mir dann eben teilweise Widerstände einfach zurechtgelegt, sodass ich da die LEDs mit Widerständen versehen konnte. Einfach einen Widerstand davor löten vor die LED und dann eben reinstecken. Wichtig ist, der Widerstand muss auf den Schaltdraht und nicht auf den Ground. Und wichtig ist ebenfalls hier beim Widerstand gibt es einen goldenen Ring und dieser goldene Ring muss immer in die Richtung zeigen, in der ihr euer Arduino habt. Das heißt, hier wäre jetzt mein Arduino, also muss der Goldring nach hier unten. Ja, und dann habe ich eben so einen Widerstand bei manchen Leuchten davor gelötet, sodass jetzt wirklich alle die gleiche Strahlkraft haben. Und es hat sich wirklich gelohnt. Sie sehen richtig gut aus und der Effekt, dass Glühlampen etwas mehr nachglimmen würden als meine LEDs, ist mir relativ egal und stört mich eigentlich nicht wirklich. Wen das stört, der kann das Ganze auch gern mit Glühlampen versuchen und wird da auch seinen Erfolg haben. Aber mir reicht es wie gesagt mit LEDs und deswegen jetzt hier auch die Anleitung mit LEDs. Zumal LEDs eine viel, viel höhere Leuchtkraft haben. Sie erwärmen sich nicht so schnell, weil das sehr wichtig ist für diese ganzen Acrylglas- und Plastikteile. Außerdem haben sie halt eine sehr hohe Lebensdauer, also sie brennen sehr lang und sie sind natürlich mit Abstand sehr, sehr günstig. Ich habe für diesen Pack jetzt hier mit den Widerständen und den LEDs, dafür habe ich jetzt aber auch 30 LEDs bekommen, etwa 5 Euro bezahlt. Das ist wirklich nicht viel und es lohnt sich wirklich. Jetzt als letztes möchte ich euch noch ganz kurz zeigen, wie ich die LEDs eingebaut habe. Dazu schraube ich mir hier die Einfassung mal ab. So. Und mach mal diese Lampe hier aus. Gut. Und hier seht ihr jetzt schon, hier ist die LED in einem Schaumstoffteil drin. Das sind diese Kunststoffflips, die jeder von der Verpackung kennt. Das sind diese Dinger auseinandergeschnitten und die LED einmal durchgeführt einfach. Hat den Vorteil, die erwärmen sich sehr schlecht. Und die LED gibt ja von sich aus auch wenig Wärme weiter, also es ist das optimale Material. Und dann habe ich hier unten reingebohrt, habe die zwei Drähte einfach rausgeführt und das Ganze noch fixiert und fertig ist die Kontrolllampe. Wie ich es geschafft habe, dass ich in diesen Warnblinkschalter eine LED, eine Beleuchtung einbaue, zeige ich dann in einem der nächsten Videos.
Da werdet ihr dann auch noch mehr zu dieser ganzen Verkabelungsgeschichte an meinem Fahrerarbeitsplatz erfahren. Ich hoffe, dass es aber für den Moment genügt und den meisten von euch eine große Hilfestellung ist bei dem Anschluss ihrer Kontrolllampen. Auch zu dem Anschluss der Rundinstrumente wird es noch ein Tutorial geben und auch zum Tacho. Ich freue mich auf jeden Fall riesig auf eure Kommentare, Meinungen und Wünsche und natürlich auch Fragen und würde mich auch sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Tutorial wieder dabei seid. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, macht's gut, bis zum nächsten Mal.